Oh, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe der Viva Top 100 hier aus Berlin. Und ja, was soll ich sagen? Prall gefüllte Sendung. Wir haben heute nicht einen Gast, nein, wir haben nicht zwei Gäste, sondern wir haben heute drei Gäste hier im Studio zu begrüßen. Und zum einen sind die Rapper Nanik und Curly bei mir heute hier im Studio zu Gast. Sogar mit der ersten Live-Rap-Performance hier im Studio. Es wird auf jeden Fall nice. Und dann haben wir noch Singer-Songwriter Jakub Ondra aus Prag hier zu Gast. Ist ein Singer-Songwriter. Und ja, von den Kollegen haben wir hier auch alles dabei. Ne? Wie immer, hier CDs zum Gewinnen, hier limitierte Deluxe-Box von Nanik. Ja? Könnt ihr alles hier im Livestream gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, erzähle ich euch im Laufe der Sendung. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Und wir haben natürlich auch die brandneuen offiziellen deutschen Charts für euch wie immer vorbereitet, um ein bisschen Zeit zu sparen für die ganzen Gäste, die wir heute hier begrüßen dürfen. Fangen wir auch direkt an mit den absoluten Überfliegern. Ja? In Amerika momentan alles am Abreißen. Album auf 1 gegangen, Single auf 1 gegangen, ruckzuck Platin gegangen in Amerika, Platin-Status erreicht mit Album. Überkrass. Ne? Die Rede ist von Migos und Bad & Bougie ist diese Woche auf der 74. Viel Spaß und gleich begrüße ich hier schon Jakub Ondra. Bleibt dran. Run with that set, call me boobie. When I'm on stage, show me boobies. Ice on my neck on the coolest. How about the suicide with the ooze? I pull up, I pull up, I pull up. I hop out with all of the drugs and the good luck. I'm cooking, I'm whipping into a rock up, let it lock up. I gave her 10 racks, I told her go shopping and spend it all at the pop up. These bitches, they fucking suck dick and they busting for Instagram. Get your clout up. Yeah, that way. Float on the track like a Segway. Yeah, that way. I used to trap out of in den buntesten Farben und wir tragen sie mit Stolz, unsere Wunden und Narben. Wir sind von Leben gezeichnet, mit Dreck und mit Schmutz. Doch es glänzt wie Pamut, wir sind so schön kaputt, so schön kaputt. Die coolen Kids von damals, das waren wir. Und das erste Mal blau war ich mit dir. Es ist so lange her. So, da sind wir wieder bei dem Viva Top 100 und ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich hier live im Studio meinen ersten Studiogast. Jakub Ondra ist heute hier am Start. What's up, buddy? How you doing? Nice to have you here. So, yeah, so Jakub, you came today here from Prague. You arrived, yep. Did you drive with a train or? I took train, yeah. Yeah, how far is it? It's like 4.5 hours four with and the half train. And how was the train ride? It was okay. Yeah. I actually also always arrive with train, but today from Cologne, it's also like 4 or 5 hours. Like, always Friday, it's such a long drive. But today I came with the car. I heard you lived in many different cities in Europe. I was busking for a long time. Yeah. That was the way how I made my living. You know, I was playing on the street and busking is playing music on the on the street. Street music. Yeah, street basically. Music. Yeah. Exactly. Yeah. Right. So yeah, you're correct. Yeah. Okay. And what would you say? Which was like the nicest town to play the music in? Oh, that would be so unfair. You know, like to other cities. Okay. I don't want to say. I know. But, you know, like but I like Zurich. You know, Belgrade was awesome. Yeah. I played in Hamburg. You know, Berlin is an awesome city. You know, like so many great musicians. All right. And where would you say the people like spend the most money on street music? Is it like a city that way? Wow, you make a lot of money. Definitely Zurich. Well, Swiss people are so rich. Yeah. You know, all right. They love a lot of money for street music. All right, nice. You brought a video along, a new video of every song from your record. Is this the album? Yeah. Yeah. I just read that you are signed at 4Music. That's correct. It's a German label, eh? It's a German label. Yeah. It's a sub branch of Sony Music, I think. Yeah. Yeah. So here we can have a look at the album, which is called Uptown Square. Yeah, you can also buy it here in Germany in the markets like in Saturn. Definitely, it's gonna be on iTunes from March 17th. Yeah. March 17th. Also 17. März kommt das Album Uptown Square raus von Jakub Ondra. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Und I'm just quickly gonna translate what to say. Und wir schauen uns jetzt mal das Video von diesem jungen, gut aussehenden Herrn an. Der Song heißt Every Song von dem Album, was wir auch übrigens auch noch gleich verlosen werden. Ja? Aus dem Album Old Town Square. Und so we quickly gonna have a look at your music video. Mm-hmm. And after the break we're gonna be right back for you guys. So, bis gleich. Every song is about you. Every dream is about you.
So, da sind wir wieder hier bei dem Viva Top 100 mit meinem ersten Gast, Jakub Ondra. Und wenn ihr Fragen habt, ja, an mich oder an unsere ganzen Studiogäste, könnt ihr sie gerne stellen hier auf Twitter mit dem Hashtag Viva Top 100 oder auch gerne hier in die Facebook-Kommentare. Fragt einfach, mit etwas Glück kommt ihr in die Sendung und wir beantworten eure Fragen. Are you like a party guy? Do you like to party? Are you going to clubs? Of course. Yeah, man, I'm from Czech Republic. Yeah, in Prague. Yeah. Isn't there like one of the biggest discos? Is it called Euro Disco? They say so. I don't know if that's true, but Prague is definitely one of the party cities. Is it really like insane? I actually have to go to Prague once. Definitely. To go party. Yeah, it's cheap, nice girls and those pubs, great beer. You've come along in all of Europe. Would you say where are the nicest girls like in the city where you play music and they have a look at you? That's also really like the unfair, other girls, you know, like to the other cities. But I don't know, man. Like if I would pick one, I would probably say Belgrade. You know, in Belgrade? Serbia. Okay, that was pretty, yeah. Pretty nice, yeah. Pretty nice. Also. Jakub hat ganz, ganz viel als Straßenmusiker ist er aufgetreten, überall in Europa und hat damit auch seinen Unterhalt verdient, ne? Und hat dann in diesen ganzen verschiedenen Städten halt gelebt. Aber er will sich nicht festlegen auf eine Stadt, wo es am besten läuft für ihn oder wo die schönsten Mädels sind. Er meint, es wäre irgendwie ein bisschen unfair. So it would be unfair to the other cities and the other girls of the other cities if you would actually say you would like Germany the most or something like that. Yeah, otherwise Adam Levine will definitely never forget to party because at the next clip we're going to have a look at, it's like a big party. And she made the song with Maroon 5. It's called Cold. You know a song? Cold from Maroon 5? I haven't heard it. All right, so we're going to have a look at it. Wir schauen uns jetzt das Musikvideo an von Maroon 5 mit Adam Levine. Das Video heißt Cold und ist diese Woche auf die 56 gestiegen. Und wenn wir gleich zurück sind, dann gibt es was zu verlosen. Also bleibt dran. So, da sind wir wieder mit den Viva Top 100 und den brandneuen aktuellen deutschen Charts. Und wir haben die erste Performance heute hier im Studio von meinem ersten Studiogast Jakub Ondra. Und ich habe hier auch das Album von ihm. Ja, kommt am 17. März raus, ja, bei iTunes und auch überall im Handel erhältlich. Und Jakub, you're going to play a song for us just now. Which song are you going to play? I'm going to play every song. Every song vom Album jetzt hier live für euch. Jakub Ondra, the stage is yours. Gib ihm. I'll be fooling around, I'm not going back, I won't go down. All I'm trying to do is to break through the wall, the sign that tells me I'm less than you. It's coded in my head, I don't know what to do instead. It's coded in my mind, I don't know how to make you mine. In this source code I feel worthless, I can't go home. But every song is about you, and every dream is about you. And I don't know what to do, because I feel worthless than you. They tell you you're so good, they tell you you're so bad, and you lose sense of what is real. It's
like to sing a coin. Most of them are so false. They like playing games with you. It's coded in my head. I don't know what to do instead. It's coded in my mind. I don't know how to make you mine. In this source code I feel worthless. I can't go home. But every song is about you. And every dream is about you. And I don't know what to do. Because I feel worthless than you. Yeah, ein Applaus im Studio! Burr, burr, burr. Nice, I like the song a lot. And this song is also on the record, Old Town Square, von Jakub Ondra, kommt am 17. März raus. Und wir verlosen dieses Album jetzt, also wenn euch diese Musik zuspricht. Ja, wir haben hier nur zwei, aber eigentlich haben wir drei Alben zu verlosen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist hier in die Facebook-Kommentare oder bei Twitter mit dem Hashtag VivaTop100 uns eine Frage beantworten. Und die Frage lautet, wer von Jakub und Ed Sheeran hat mehr Tattoos am Körper? Ja? Ist eigentlich eine leichte Frage. Und wir machen jetzt auch einfach direkt weiter mit einem Neuansteiger diese Woche. Mit Jason Derulo, der hat sich nämlich Ty Dolla $ign und Nicki Minaj eingepackt und die sind zusammen diese Woche eingestiegen auf der 43 mit dem Song Swalla. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Track und wir sehen uns gleich wieder. Schlamm versinkt, ist von uns noch Land in sich. Der Dreck bis zum Herz macht es schwer, wenn man laufen will. Wir waren verloren für einen Augenblick, weil wir hohe Diamanten sind. Ist von uns noch Land in sich. Die besten Diamanten fängt man unter tausend Tonnen Dreck. So, da sind wir wieder zurück bei den Viva Top 100 mit meinem ersten Studiogast Jakub Ondra. Und wir haben ja gerade gesagt, wir verlosen Jakubs Album, was am 17. März erscheinen wird, überall im Handel erhältlich. Und ihr müsst eine Frage beantworten, und zwar, wer hat mehr Tattoos, Ed Sheeran oder Jakub Ondra? Ja? Und wir verlosen natürlich nicht nur das Album, sondern, ich habe gerade übers Ohr reinbekommen, meine lieben Freunde, wir packen noch einen drauf, ja. Also zu diesem Album gibt es noch die brandneue Platte von Ed Sheeran. Ja, also ihr könnt nicht nur Jakubs Platte gewinnen, sondern auch von Ed Sheeran. Ja, also macht auf jeden Fall mit. Schreibt uns gerne hier in die Kommentare, wer mehr Tattoos am Körper hat. Und da ist nämlich auch die erste Frage vielleicht ein bisschen zur Unterstützung für euch. We have a question on Facebook from the live comments. Erla, she's asking how many tattoos we have. Do you have any tattoos? We two together. Yeah, you, how many tattoos? I have just one, I just started. Wait, can we see it? Or is it like... It's Ich war gespannt. It's little a, prince. It's a little dude. Die kleine Prinz. Mein Deutsch ist nicht so gut. Ein kleiner Prinz, er hat sich einen kleinen Prinz einfach tätowiert, mega. So, you have got one tattoo, I've got a little bit more tattoos, but you guys can Google at the moment how many tattoos Ed Sheeran has, because the Zuschauer, also the audience has to answer the question, who has more tattoos, you or Ed Sheeran, to win the album. So, we just gave the audience a little hint to answer that question. We have this wall of fame here from all the guests which were here from January till now, and I would like to make a little photo of you if it's fine with you. And I can put you to the other guests who were here. And let me quickly take a photo. I'm not the best photographer, but I always do it. Ich drück immer auf den falschen Knopf, Alter. Oder? Ist hier ein Film drin?
Ist hier ein Film drin? Kann das mal jemand? Ich probiere es nochmal. Hey, hier sind doch Filme drin. Verstehe ich nicht. So. Hey, warum hat es gerade nicht funktioniert? So, solange das hier entwickelt, you can still tell us your plans for 2007. Macht das jetzt hier ein Foto? Why isn't it coming out? Schauen wir gleich. You have any plans for this year? Like, are you going on tour after the album? Yeah, I'm going on tour. I'm gonna play in 4 German cities. You can tell the people. One of them is Cologne, by the way. Oh, so when is Cologne? It's in April. In April, okay. 25th or something like 25th? That. Okay. Yeah, I'll try to come along. Yeah, like, sure, it would be nice. We should connect on Facebook or somewhere in social media. I have tickets in my backpack. Really? So yeah, I will buy a ticket. I support good music. I'll get one at the door. Thank you very much, man. And there's 3 more cities, Munich, Berlin, and Hamburg, and I'm gonna play there with my live band, so I'm looking forward to it. Yeah, nice. Also, Jakob geht auch auf Tour, when is the first date of the, is it the Europe tour, probably, eh? Man, now I'm cooking out of water, but I guess it's 23rd? Of my March. Manager is gonna kill me March afterwards. March or April. Also, schaut auf jeden Fall einfach auf seiner Facebook- oder Instagram-Seite vorbei. Da solltet ihr auf jeden Fall die Links finden. Gönnt euch die nice Musik auf der Tour von Jakob. Und thank you so much for coming along. It was a pleasure. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz, wir gehen gar nicht in die Werbung, sondern wir schauen uns noch den nächsten Musikclip an. Und zwar von Alessia Cara, Scars to You Beautiful. Das ist ein wirklich mega, mega geiler Track, top produziert, ich feiere den richtig. Ist diese Woche auf der 36 und wenn wir gleich zurück sind, dann haben wir Rapper Nanik hier im Studio. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Thank you, Jakob. Und wir sehen uns gleich wieder. Also bleibt dran. That I'm at an all-time. John Bellion, wirklich die absolute Nummer 1. Ich feiere den so krass. Wir kommen jetzt zu meinem nächsten Studiogast. Und zwar bitte begrüß einmal ganz, ganz herzlich hier in diesen Live-Facebook-Kommentaren. Nanik ist heute hier zu Gast. Was geht ab? Na? Alles grüß dich, mein Lieber. Grüß dich. So, jetzt haben wir es auch endlich mal geschafft hier. Du bist endlich hier am Start bei uns. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Du bist... laut Rap-Tags einer der größten Rap-Talente Deutschlands, ja, bist du gekürt worden. Yes. Hast du quasi so einen Rap-Contest gewonnen, ja? Willst du mal ganz kurz erklären für die Zuschauer, die es gar nicht mitbekommen haben, was das genau war? Also es war, es wurde halt nach einem Talent gesucht, in Form halt eines Contests und es heißt dann halt Rap-Tags und es war dann halt so, dass man sich halt mit einem Song bewerben konnte. Und mit einem eigenen Song. Genau, mit einem eigenen Song und ich hatte da eins parat und dachte mir, ich mach da mal mit. Und gucken, was passiert so. Okay, und dann hast du über 500 Leute aus dem Contest geschmissen und wurdest quasi als Rap-Newcomer-Talent Deutschlands gekürt. Und hast damit auch einen Plattenvertrag bei Chapter One, glaube ich, bekommen. Chapter One. Beim Ramin? Yes. Ja, genau. Grüße an dieser Stelle. Und du bist ja aus der kleinen Stadt Herford. Welche Stadt hat dich irgendwie, gab es da eine bestimmte Stadt, die dich irgendwie zum Hip-Hop gebracht hat, so in den, als du angefangen hast, Musik zu hören, so Hip-Hop zu hören, irgendwie warst du eher so Berlin oder Hamburg? Damals war das ja noch viel kontrastiger als heute. So, auf jeden Fall da zu Rap gekommen. Allgemein bin ich halt durch meinen Cousin und der hat mir das damals vorgespielt. Aber zu deutschem Rap war es halt damals die Berliner Szene, Agro-Berlin. Ja, also das so war damals Sido und warst du so Bushido und Sido oder war es damals auch so, ich bin nur Sido? Da waren noch zu, also alle zusammen, in Agro-Berlin. Ja, später hat sich dann das Ansage gespalten. Zwei, so.
Ansage 1 und 2 waren die, 3 haben die sich, glaube ich, getrennt, oder? Ich glaube schon, ja. So war das doch irgendwie, ja. Und ja, wir schauen uns jetzt mal deine neue Single an. Die Single heißt Murder und da könnt ihr euch selber mal überzeugen von Naniks Rap-Kunst. Und es ist ja viel technisch, also es ist technisch voll krass versiert irgendwie. Ja, ne? Ich achte auch sehr auf. Ist Technik für dich irgendwie wichtiger als der Inhalt so? Oder kann man das so sagen? Nee, also das ist halt beides zu kombinieren, ist halt die Kunst, ja. So. Und das versuche ich halt. Ich versuche halt trotz einen geilen Inhalt zum Beispiel, wenn ich halt einen deepen Song schreibe, das trotzdem noch mit Technik zu verbinden, okay. Dass es trotzdem geil ist. So. Okay. Alles ja, dann schauen wir da jetzt mal rein und bleibt auf jeden Fall dran, denn du hast uns eine Deluxe-Box mitgebracht. Die gibt es gleich zu verlosen. Yeah, die Gang-Gang-Box. Und wir sagen euch gleich, wie das funktioniert. Jetzt gibt's Nanik als Neuvorstellung mit Murder. Bis gleich. Gibi. Waffenlieferant, jedes Brett kommt umgeschnitten, es war Blech und Menschen kippen hoch. Wollen sie wissen, wer es war? Sagst du, Anna, Annie, da. Zu viele Rapper, zu wenig Kugeln, ich zieh. Wer zum Mörder, Killer, Killer. Zu viele Lester mit guter Miene im Spiel. Wer zum Mörder, Killer, Killer. Zu viele Schwätzer denken hier, sie wären real. Wer zum Mörder, Killer, Killer. Ich lade durch und setz an. Kein Gangster, Deutschrap braucht endlich nen Mörder. Wir sind wieder zurück bei den Viva Top 100 mit meinem zweiten Studiogast heute. Nanik ist heute hier bei mir zu Gast. Und heute kam dein Debütalbum raus. Ja? Nanik Ünal heißt das. Ünal. Genau. Dein bürgerlicher Name ist dann wahrscheinlich Ünal? Genau, ja? Mein Vorname, ja. Okay, dein Vorname. Und warum nennst du, hat Nanik irgendeinen Grund oder warum hast du dich nicht von vornherein dann einfach Ünal genannt? Wenn das Album schon Ünal heißt? Ja, also die Bedeutung meines Namens heißt ja Wert berühmt. Okay. Und ich wollte dann trotzdem nicht mit meinem Vornamen als Künstler auftreten. Okay, also okay, dann so, verstehe. Man gibt sich ja irgendwie einen Rap-Namen immer irgendwie. Das hat nichts mit deinem Namen zu tun hat so und deswegen aber, also Nanik hat gar nichts so mit deinem mit irgendwas mit dir zu tun oder so oder? Doch schon, aber so, Nanik ist halt Ünal. Ja. So, also ich, auf der Platte hörst du halt so, auf was ich Bock habe, so was ich halt feier so. Okay. Und es ist halt trotzdem als Künstlername dachte ich, okay, Ünal geht dann doch nicht als Künstlername. Okay, ich, okay, verstehe. Nanik. Und du hast uns 3 Alben mitgebracht oder 3 Boxen oder 3 Alben? Wie war das? Box und Album verlosen wir jetzt hier. Ich halte das hier auch nochmal in die Kamera. Ist heute übrigens rausgekommen. Naniks Debütalbum. Check this up. Das ist die limitierte Deluxe-Box hier voll. Was haben wir hier drin? Wir haben Album drin, Instrumentals, T-Shirt, Sticker, Poster. Also ein nices Fangeschenk. Und wir können die auch gleich mal, du kannst nebenbei ein bisschen unboxen hier für die Leute. Ja, mal das aufmachen, kann ich gerne da können wir mal einen Blick reinwerfen. Und solange erzähle ich euch, wie ihr diese Box hier live in unserer Sendung hier gewinnen könnt. Und zwar alles, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst in die Facebook-Kommentare schreiben oder mit dem Hashtag VivaTop100 auf Twitter uns eine Frage beantworten und die ganzen Nanik-Fans, für euch wird das relativ einfach sein. Wie heißt Naniks Gang? Also die Gang von Nanik, wie heißt die? Ja? Gerne hier jetzt in die Kommentare reinschreiben, mit ein bisschen Glück könnt ihr diese Limited Deluxe Box gewinnen und das Album. Und wir packen hier nebenbei ein bisschen aus und damit euch nicht ganz so langweilig wird, wir zeigen die Inhalte gleich nochmal, schauen wir in das nächste Musikstück rein von Sia. Ja, bei ihr hat das auch extrem viele Jahre gedauert, bis sie richtig, richtig berühmt wurde. Und dazu hat sie einen Song gemacht. Der Song heißt Never Give Up. So. Und ist diese Woche auf der 19. Und wenn wir gleich zurück sind, dann spreche ich weiter mit Nanik über Deutschrap. Also bis gleich. I'm an asshole, get ass in this city. See, rap, that's the benefit. I came to your city, you fell in love with me. I smashed for the hell of it. My new chick is everything.
your envy is evident. I do not have time to talk about my past and all your stories embellishments. I'll give you an hour. So, wir sind wieder zurück, immer noch hier bei den Viva Top 100. Ich begrüße alle Zuschauer und ich habe Nanik heute bei mir hier im Studio und wir packen gerade diese prall gefüllte, limitierte Deluxe-Box aus von Nanik. Sein Debütalbum Ünal ist heute rausgekommen, deswegen geht auf jeden Fall bei iTunes oder am besten in die Läden und gönnt euch diese nice Platte, ja, und das ist ein Poster von dem jungen Herren, was jetzt hier einmal A1-Poster ist, ne? Ja, ist ja riesig, ist ein A1-Poster. Riesiges Poster, ey. Krass. Also, soll ich den halten? Einfach in die Kamera, perfekt, für nice. Leute, sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr hochprofessionell gemacht aus. Und waren eigentlich bei diesem Rap-Tags-Contest auch weibliche Rapper? Weißt du das? Von den 500? Wahrscheinlich, oder? Damals, glaube ich, kann sein, aber ich weiß nicht. Ich weiß also nur, musstest du nicht gegen ein Mädchen antreten? Nee, das war kein Battle gegen so ein weibliche MC. Aber hast du nicht auch irgendwie das Gefühl, so ein bisschen, dass die weiblichen Rapper irgendwie so ein bisschen unterrepräsentiert sind? Feierst du irgendwelche deutschen weiblichen Rapperinnen? Also ich meine, Sixten sind gerade so auf dem besten Wege. Ja. Upcoming so, ne, feiere ich auch richtig krass. Hast du da irgendwen so, den du richtig feierst so als weiblich Rapperin? So, es gibt ja, wie du sagst, halt wenige und die wenigen, die es halt auch gibt, die feiere ich auch so. Schwester Eva zum Beispiel, Schwester auch sehr, sehr krass, ne, macht auch einen nicen Sound. Genau, Free Ever auf jeden Fall. Ja, Free Ever. Grüße an dieser Stelle, falls du in der Zelle gerade irgendwie so ein kleines Handy von dem Ratar irgendwie bekommen hast. Ich bin mir sicher, da lässt sich irgendwas regeln. Kennst du noch die Berliner Rapperin She-Raw von ganz damals? Ja, die kenne ich auch noch, stimmt. Die nennt sich jetzt nämlich bei ihrem wahren Namen, die hat sich umgenannt und zwar zu Amanda und die singt jetzt mehr ein bisschen als Rap. Ja, rappt immer noch ein bisschen, aber jetzt ist ein bisschen mehr Singsang. Und da schauen wir nämlich jetzt mal rein in ihren neuen Clip von Amanda. Ist eine Neuvorstellung hier bei uns bei Viva. Der Song heißt Meine Frau und das ist eine Hymne an ihre ganzen besten Freundinnen. Also, wir schauen uns jetzt mal wieder was Weibliches an im Deutschrap und wir sind gleich wieder zurück und dann quatschen wir weiter. Also bleibt dran. Check. Dich liked. Ich, wer sagt dir alles ins Gesicht rein? Und muss es sein, dass ich dich schrein? Nicht. Niemand, den ich lieber treff. Keiner so wie du, meine BFF. Auch wenn du komplett verrückt bist. Wenn ich dich sehe, bin ich glücklich. Sind wieder zurück bei den Viva Top 100 mit meinem zweiten Studiogast von drei, Nanik. Und ja, mittlerweile haben wir auch das T-Shirt und das Poster und die Platte und ist es eher Instrumentals? Genau, Instrumentals. Hier sind noch ein paar Sticker. Übrigens, hier ist ein kleiner Tipp für die Facebook-Frage, wie die Gang von Nanik heißt. Und guck mal, ich habe hier rechts auf meiner Seite eine Wall of Fame mit allen Studiogästen. Das ist so eine neue Tradition bei uns. Und ich würde sehr, sehr gerne ein Foto kurz von dir machen, wenn ich das darf. Ja, darf. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Eben hat es irgendwie ein bisschen rumgesponnen, aber ich versuch's einfach mal. So, Moment. Ich bin auf jeden Fall ein richtiger Star-Fotograf. Siehst du, jetzt geht's. Perfekt. Haben die Kollegen auf jeden Fall geregelt. So, und während das ist es so ein Instax-Foto hier zum Sofort-Ausdrucken. Und solange das hier ausdruckt, würde ich dich bitten, einmal hier Wahrheit oder Pflicht kennst du, wa? Jo. Wir haben hier nämlich hier Wahrheit oder Pflicht, so ein Wahrheit oder Pflicht-Eimer, ja. Wie war das nochmal? Blau war Pflicht? Wahrheit? Blau war Pflicht. Und da kannst du einmal ran drehen, am besten nicht zu doll, weil sonst fällt das Ding immer runter. So. Mal gucken, was heute auf uns zukommt. Gleich vorbei, solange es sich dreht. So, wo landet es heute bitte nicht auf? Nein. Ja, perfekt. Boah, ich muss das echt noch nie machen. Wahrheit. So, das heißt, wir müssen einmal ein. Du kannst dir einen lilanen Schnipsel hier mal raussuchen. Lila. Ja. Lila. Dann kannst du vorlesen und einmal die Frage beantworten. Ist nichts Schlimmes bei, glaube ich. So schlimm ist das nicht. Welche blöde Aktion bereust du bis heute? Boah, lass mich mal überlegen. Da muss man richtig
Aber wirkst jetzt auch nicht irgendwie als so ein Typ, der so Autos angezündet hat in seiner Jugend oder so? Nee, gibt's da irgendwas, was du heute bereust oder so? Ja, wir waren damals, waren noch auf Pöbel aus. Ja, und echt? Da haben wir echt jemanden aus Jux auseinandergenommen. Gab's da eine Anzeige? Bist du vorbestraft? Nee, nee, musst, nee, du musst vorbestraft sein als Rapper. Also, auf jeden Fall. Hier. Strafregister ist lang. Ja. So, aber das bereue ich auf jeden Fall, weil das war eigentlich so. Wie alt warst du da? Darf man darüber reden überhaupt? Ja, so? Ja, weiß ich nicht, war da auf jeden Fall jung. Ich bin jetzt hier nicht. okay, also es war auf jeden Fall. Du bist 25 jetzt, ne? Ja, 26. 26 sogar schon, ne? Also ja, aber 25 geht auch. Ist auf jeden Fall ein paar Jährchen her. Ja, cool, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass du da warst. Du kannst mir das hier nochmal ganz kurz unterschreiben am besten. Dann hänge ich den das gleich zu den Kollegen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Leute, geht raus in den Laden. Nanix Debütalbum Ünal, seit heute in den Läden, überall erhältlich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ja, viel Erfolg mit dem Album. Dankeschön, dass du hier sein durfte. Ja, gerne. Danke, dass du da warst. Und bleib ruhig sitzen, denn wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Clip. Und zwar, das ist auch persönlich mein absoluter Lieblingssong momentan von dem Brudi Martin Garrix und Dua Lipa, Scared to be Lonely. Was für ein Überbrett, Leute. Diese Woche auf der 11. Und ich bin mir sicher, das steigt auf jeden Fall auch noch in die Top 10, Top 5 vielleicht. Und da schauen wir jetzt rein. Bleibt auf jeden Fall dran. Gleich kommt Curly, mein dritter Studiogast für heute. Und er rappt auch live hier im Studio. Ja, ich freue mich. Und bis gleich. Danke, Nanik. Und bis gleich, Leute. We can try all over again. And I heard that sound, and the walls came down. I was thinking about you, and my skin grows old. Well, my breath turns cold. I'll be thinking about you. So, da sind wir wieder bei Viva Top 100. An diesem Freitag hier mit den aktuellen deutschen Charts für euch. Und ja, jetzt kommt ein Gast zu mir hier ins Studio. Er steht schon vor der Tür, er wartet sehnsüchtig darauf, gleich für euch ein bisschen hier live zu rappen im Studio. Und er hat unfassbar viele Locken. Er trägt ein Bart, ja, und ist Rapper. Ja, also das werde ich ihn auf jeden Fall gleich mal fragen, wie es dazu zustande kommt. Und meine Damen und Herren, ein Applaus bitte für Curly! Yeah! Cool. Ja, was geht ab, Alter? Geiles Outfit, Mann. Danke, Mann. Ja, ey. Nice. Das Schicksal. Ey, das schaut euch das Studio richtig, ne? An, ey. Ich meine, die Farben Pastell heute. Ey, die Farben passen echt richtig ich krass. Ich dachte, ne? Wenn man mal im Fernseher abhängt, dann dreht man richtig auf, oder? Ich mein, also trägst du sowas gar nicht in deiner Freizeit? Doch, ich hatte das eigentlich zu Hause. Hauptsächlich ist das eigentlich meine Zuhause-Chill-Hose, weil die ziemlich entspannt ist. Und sehr da ich erst vorhin aufgestanden bin, hat sich das ja gut ergeben. Ich laufe eigentlich auch immer in Jogginghose rum. Ich habe hier aber Voll. Ein paar Auflagen, deswegen muss ich eine Jeans tragen, sonst wäre ich wahrscheinlich... Ey, wie verändert das? Geht gar nicht. Jogginghosentag 365 Tage. Siehst du, da sind wir direkt auf dem gleichen Nenner. So, du warst bei Culture Candela als Curly Man noch als Feature-Gast vertreten. Warum ist das Man weggeschlossen? Warum nur noch Curly? Naja, ich dachte irgendwie, jeder nennt mich nur Curly, so keiner hat Curly Man gesagt. Und irgendwie also kann man es auch so, direkt ey, weglassen. Lass, mach's den Leuten einfacher so und einfach hat sich das so entwickelt irgendwie, okay. Keine Ahnung. Es war jetzt gar kein großer Gedanke dahinter, sondern jeder sagt nur Curly. Curly, dachte, so, als Abkürzung. Let's do it dafür. Okay. Und ja, also wegen deinem Namen kannst du ja eigentlich quasi deine Locken gar nicht mehr abschneiden. Oder hast du schon mal drüber nachgedacht? Naja, Pink hat auch keine pinken Haare mehr. Das stimmt. Hatte mal auf jeden Fall. Hatte mal aber ich habe ja jetzt auch Locken. Das heißt, ey... Keine Ahnung. Kannst du dir vorstellen, Jahren, die mal abzuschneiden? Wenn die Geheimratsecken, die natürlich nicht vorhanden sind, irgendwann mal auftreten sollten, das dann dauert noch ein paar Jährchen. Kann ich mir auf jeden Fall überlegen, mich Boardman zu nennen oder, oder formerly known as Curly oder, oder sowas. MC Glatze oder sowas. Ja, und das weiß ich nicht genau. Aber ja, also man kriegt das ja ein bisschen mit. So normalerweise in der Deutschrap-Szene ist es ja immer so, man gehört irgendwie zu einem großen Label oder ist in einer Crew oder hat irgendwie fetten Rücken. Du kommst hier einfach fast
krass, also alleine hier im Studio an, so, ich hab dich vorhin draußen gesehen, einfach hier, bist du irgendwie so ein Einzelgänger? Nee, so? Gar nicht, ey. Ich hab voll auch meine Gang am Start, ja. Nur ich war halt vorher in Karlsruhe lange am Chillen und mit Schote und NRK in einer WG gewohnt. Okay. Und ich habe auf jeden Fall da auch meine Homies in the back, aber ich bin jetzt hier in Berlin gerade einfach so ein Jahr mein Album hart im Studio am Chillen gewesen und ja, also ich bin in Berlin jetzt keiner Gang irgendwie zugehörig, aber ich meine irgendwie so jeder, der Hip-Hop macht, hat irgendwo auch so eine ist irgendwie auch Leute so, ich meine, ich komme auch mit Leuten hier in Berlin klar, die Rap machen, weil ich sage immer Hip-Hop, solange du Hip-Hop machst, dann ist erstmal alles chillig, so weißt du, ich meine. Das stimmt, das stimmt. Von dem her ist es eigentlich immer ganz, eine sehr friedliche, ganz easy so, voll und so zu connecten und so, deshalb alles entspannt. Beste. Und neben Rap scheint ja Essen auch ein großes Thema bei dir. Alter, voll, ey. Gerade eben, wo Nanik die Frage, was er bereut, dachte ich, bereut, dass ich heute noch nichts gegessen habe, Dicker, weil ich direkt hierher gekommen bin. Ich habe aber auch noch nicht. Ich muss auf jeden Fall gleich noch einen Döner essen. Wir sollten gleich was snacken gehen. In Berlin. Ja, sollten wir auf jeden Fall tun. Und dein Album Munchies, da schauen wir jetzt mal rein in die Single. Ja? Die heißt auch Munchies. Für alle Kenner unter euch werden wissen, was das für ein Ausdruck ist. Ansonsten beschreiben wir den gleich nochmal für euch. Und als Neuvorstellung jetzt Curly mit Munchies. Und wir sind gleich wieder für euch da. Bleibt dran. Bei meinem Japaner, Babybacks, Bad Rips, Sony Bromas, deiner Kuchen, Kaffee, fast so wie bei Oma, ey. Kotti verköfte, Schlesi verburgert, der Currymann versteht Curly ohne Wörter. Hoduna mit Pommes in jedem Bezirk, überfalle den Foodmark, gehört alles mir, danach Dunkin' Donuts. Blaubeer, Vanille, paar Eis für daheim, wenn ich später dann chille. Korean Barbecue direkt aus Seoul, doch ich hab schon wieder Hunger, also lass mal was holen, ich hab Munchies. So, wir sind wieder zurück hier mit meinem Studiogast Curly. Und hast du ein Lieblingsessen bei so einem nächtlichen Heißhunger? Hast du da was also ganz Besonderes? Currywurst Pommes ist natürlich Classic. Boah, so. Hab ich da Bock drauf gerade. Ich meine, ja, übel, Scheiße, Alter, mit Schranke auf jeden Fall läuft immer. So, vor allem feiere ich halt in Berlin, so das kennt man im Süden, wo ich ja herkomme, gar nicht irgendwie diese ohne Darm halt, feiere ich halt pervers ab. Ja. Gibt's aber bei uns unten eigentlich gar nicht. Okay. Deshalb ist das für mich schon so ein bisschen exotisch auf jeden Fall. Aber sonst gibt es halt daheim auch immer richtige Munchies-Anfälle, wo man halt irgendwie Peanut Butter Jelly Sandwiches kreiert mit Bananen. Also und wird man auf jeden Fall sehr kreativ. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man mal eine kreative Blockade hat, macht die einfach was zu essen und läuft wieder auf jeden Fall. Vor allem Süßes im Studio. Essentiell so, solange man keine Süßigkeit im Studio hat, kann man kann nicht kein denken. Kann man kein Album produzieren. Nee, aber gar keinen Fall. Okay, und hast du eine Lieblingspizza? So? Weil im Video, also von Munchies, da wird ja Pizza ohne Essen, ohne voll, Ende gefressen. So, ja. Also hier beim Ritrovo um die Ecke, wo ich wohne, da gibt es so eine, die einfach nur so Classic, so geile kleine Pepperoni-Salami drauf hat. Okay, also einfach Pepperoni und Cheese, so Classic-mäßig. Ja. Ich finde, bei Classic sollte man es immer relativ simpel und stabil halten. Genau, feier ich, feier ich so, auch. So, weißt du, ich meine? Ja. Muss nicht man so vollgepackt sein mit allem Möglichen. Nee. Die Hälfte davon isst man wahrscheinlich eh nicht. Weil wenn die Zutaten gut sind, dann muss auch nicht so viel sein, weißt du? Quality und, Control. Du bist ja ein Freund von diesem sogenannten grünen Räucherkraut. Yes. Und bist du Fan von Bob Marley? Wahrscheinlich. Voll, ey. Ich meine, wer ist nicht? Sag mir bitte. Sag mir jemand, der nicht Fan von Bob Marley ist. Das ist eine coole Frage. Aber ich glaube, dass einige von unseren Zuschauern, die noch ein bisschen jünger sind, voll, ja, also, gar nicht wirklich so richtig kennen. Die sollten sich den auf, die kennen vielleicht seine Tochter mittlerweile oder seine Söhne. Ja, aber die sollten auf jeden Fall Bob Marley sich reinziehen, weil der hat auf jeden Fall, also selbst wenn man nicht Fan seines ganzen Werks ist, der auf jeden Fall Classics. Ich meine, No Woman, No Cry. Natürlich. Habe ich früher mal schon zum Counter-Strike zocken gehört. Also auf jeden Fall richtig. In meinen Lebenslauf integriert. Richtig, richtig nice Songs auf jeden Fall. Und wir stellen euch jetzt nämlich den Enkel vor, Skip heißt er. Skip. Und der ist diese Woche zusammen mit Katy Perry auf der 6 der deutschen Charts. Ja? Und der Song heißt Change to the Rhythm. Und das schauen wir uns an und wir sind gleich wieder für euch da. Die 6. It is
my desire. Break down the walls to connect, inspire. Open up your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. Let's show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We're staying in Paris. So, wir sind wieder zurück und wir haben heute eine absolute Viva-Studio-Premiere und zwar der erste Rapper, der endlich mal hier auftritt. Und alle anderen Rapper drücken sich immer davor, ja? Curly macht es nicht. Und Curly, aus deinem Album war schon draußen das Munchies. Welchen Song willst du für uns spielen? Ich spiele 10 Kilometer. 10 Kilometer von Curly jetzt. Burr, burr, gib ihm, beat up, yeah. Yeah. Aus meinem neuen Album Munchies, 10 Kilometer. Yeah. Shoutout Max Mosley, NRK. Ich flieg 10 Kilometer hoch. Atme Wolken aus, es regnet Druck. Ich flieg 10 Kilometer hoch. Atme Wolken aus, es regnet Druck. Anti-Wack-Shit-Boy, no worries, weil wir nix bereuen. Seit ich kippen läuft, Stifte, Mäppchen, fick die Toys. Bis wir wieder morgen klingen, sorry, wir lassen euch Korken springen. Kille die Beats, heiliger Krieg, Gin, Toni, weil was das Schild. Kuss schon mal Blut drin, mach Puss in der Booth drin. Wirst mit uns in der Hood chillen, aber wenn du kommst, dann bring deine Pusse. Kann nie genug kriegen, jeden Tag Fuchsjagd, Vollgas, Lupe. Immer das gleiche Routing, Stein nach oben, da passen wir gut hin. Ich flieg 10 Kilometer hoch, hey. Atme Wolken aus, es regnet doch. Ich flieg 10 Kilometer hoch, atme Wolken aus, es regnet doch. Hey. 10 Kilometer hoch! Yeah, Curly Munchies, 10 Kilometer hoch, thelifeofcurly.de. Übergeil, Dicker, Alter. Feier ist ja richtig ab, Alter. Wirklich, wenn ich schon echt mal nice. Da bin, Alter, wenn ich schon mal rausgehen muss. Geil, irgendwie. Alter. Siehst du, da sollten sich die ganzen anderen Rapper mal eine Scheibe von abschneiden, wenn ihr mich hier im Studio besucht. Ja, einfach mal abturnen und dieses Studio abreißen. Und warst du schon mal in Paris? Ja, klar. Wahrscheinlich, wa? Klar, da gibt's auch gutes Essen, Dicker. Boah, richtig gut, aber teuer, ne? Baguettes und ja, so, Alter, zahlst du dich dumm und dämlich, Alter. Ich habe in Paris das beste Steak meines Lebens gegessen, by the way. Hier übrigens. In Paris beste Steak meines Lebens gegessen. Echt? Shoutout Paris. Shoutout Paris. Und weil wir Paris so lieben, schauen wir uns jetzt von den Chainsmokers und... Nee, Quatsch. Das stimmt gar nicht. Ich habe viele Informationen. Doch, von Chainsmokers und Coldplay. Something Just Like This an. Wir schauen nicht Paris, sondern Something Just Like This. Diese Woche auf der 4. Und wir sind gleich zurück, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Bleibt dran. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like. So, oder sind wir wieder zurück bei dem Viva Top 100 zum letzten Mal und ich habe immer noch Curly hier, der gerade eben aufgetreten ist mit 10 Kilometer aus seinem Album Munchies. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, Alter. Übergeil, feier ist wirklich krass. Endlich mal wieder, was ich feier, so Deutschrap-mäßig. Und es ist jetzt kein Scheiß oder so, ne? Kein Scheiß, Leute. So. Ich habe hier rechts vor mir die Wall of Fame, ja, und da würde ich dich fragen, ob ich dich kurz fotografieren dürfte. Ja, klar, was für eine Frage. Und dann werden wir das hier, einfach. Ja, einfach so, so ist perfekt, nice, mit dem Light.
Perfekt. So, während das hier ausdruckt, das ist so ein Instax direkt sofort. Insta in Real Life ist es. Und haben wir noch ein, zwei Fragen hier, und zwar von der Erla. Die Erla fragt, kommen die Haare aus der Familie? Voll, also meine Mutter hat auch richtig krasse Curls so am Start. Ja. Die hat mittlerweile so eine, die bindet sie dich immer zurück und ich schreie sie immer an. Nee, ich schreie sie nicht. ich sage immer, ey, mach das doch nicht. Weil früher in ihrer Jugend war die auch richtig, richtig curly am Start. Auf jeden Fall. Krass. Und die nächste Frage ist von Shoutout an meine Mutter übrigens. Shoutout! Michelle fragt, bist du der Bruder von MC Fitti? Nee, Mann, aber Shoutout MC Fitti auch. Shoutout auf jeden Fall. An MC Fitti. Shoutout generell an alle. Und das Foto ist noch nicht ganz fertig. Bis das fertig ist, zocken wir noch eine Runde. Wahrheit oder Pflicht? Was war nochmal? Blau war Pflicht, ne? Genau. So, blau war Pflicht. Und du darfst hier einmal drehen, am besten nicht zu doll, weil sonst kippt das Ding hier um. Keine Angst, ich ganz chillig. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Und wo landet der Fall heute? Auf Pflicht, okay. Muss keine Angst haben, das ist nichts Schlimmes. Nee, Pflicht nee, ist blau. Nee. Also darfst du den blauen Schnipsel einfach mal gönnen. Okay, geil. Erfinde einen neuen Namen für dich, so wirst du den Rest der Sendung angesprochen. Okay, dann würde ich mich nennen... Ach du Scheiße. Also ich muss den erfinden, ja? Ja. Aber so lange ist die Sendung ja ja nicht. Den Ice Cream Man. Ice Cream Man. Okay, dann wärst du so Strawberry Flavor wegen dem Outfit wahrscheinlich, ja, so ein bisschen, ne? Und hast du irgendwie so Singer und Songwriter, die du so extrem feierst so? Also was gar nicht so wirklich mit Hip-Hop zu tun hat? Also Ed Sheeran, also Jakob Ondra feiere ich auch. Ein Kollege von mir hat auch mit ihm an seinem Album gearbeitet. Ach, krass, deshalb, Mann, kann ich auch den Song schon, okay, und feiere den auch auf jeden, ja, voll Fall. Voll der Zufall, Mann. Auch die Story von ihm voll nice, so dass er vorher, ja, übertrieben, ich auf der das Straße gehasst so hat. Richtig, ja, geiler Dude. Aber ich feiere zum Beispiel auch halt, klar kein Geheimtipp, aber Ed Sheeran, weil der ja auch immer einen krassen Flow hat. So. Ja, der krasseren Rap Flow halt auch so als andere Rapper. Voll geil, Rapper teilweise. Ja. Und der spielt da halt ziemlich geil mit der Stimme. So. Ja, das ist ein unfassbar krasser Künstler einfach. So. Da kann man einfach nicht sagen. Und deswegen ist er auch zu Recht seit 2 Monaten hier in Deutschland bei uns auf der Nummer 1. Und ja, es ist einfach momentan wahrscheinlich mit der erfolgreichsten Musiker seiner Zeit. Und König, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, danke, dass dir du heute hier am Start warst. War echt mega funny. Voll. Und ja, die aktuelle Nummer 1. Der Charts ist wie immer Ed Sheeran mit Shape of You. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an alle, die hier zugeschaut haben. Mein Name ist Tison, das ist Curly. Gönnt euch die Musik und viel Spaß. Wir sehen uns. Ja, wir gehen jetzt was essen und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, meine Lieben. Macht es gut und bis bald. Ciao, ciao. Bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.